Es gibt so viele Champion-Konzepte von der Community da draußen im Internet, dass ich es schade finde, dass so wenige beachtet werden. Hier und da sickert mal was durch und hier und da werden welche beachtet, so wie das Kindred-Konzept zum Beispiel, das damals ja Dharma hieß, worüber ich auch viele Videos gemacht habe, und ich möchte jetzt einfach in dieser neuen Reihe euch einige dieser Konzepte vorstellen. Wir werden in diesem Format die Lore, die der Creator sich für den Champion ausgedacht hat, durchgehen oder kurz anschneiden. Dann werden wir da kurz darauf eingehen, wo er denn gespielt wird. Und im Mittelpunkt werden dann natürlich die Spells und die Mechaniken stehen. Und da kommt auch schon der spannendste Punkt. Denn dieses Projekt hier ist nicht nur einfach so ein, hey, guck mal, was die Community so macht, sondern es ist auch ein kleiner Ausblick vielleicht auf die möglichen kommenden Mechaniken und die kommenden Champions. Denn es ist schon oft vorgekommen, dass Riot sich an diesen Community-Konzepten bedient hat oder sich davon hat inspirieren lassen. Und ja, deswegen rate ich euch einfach auch, bleibt jedes Mal bis zum Ende dran, denn zum Ende gehen wir einfach darauf ein, was denn Rioter zu diesem Konzept, was ich vorgestellt habe, sagen. Und ich werde auch fast immer nur Konzepte vorstellen, zu denen sich Rioter irgendwie geäußert haben. Und da gibt es auch schon ein paar. Immer eins pro Video und anfangen wollen wir mit Senna, The Lantern's Light. Schöpfer dieses Konzeptes ist der User Winnie Pooh. Und deswegen fangen wir jetzt auch mit Sennas Lore an. Senna sollte für viele, die sich ein bisschen mit der Lore auskennen, kein unbekannter Name sein, denn es ist Luciens Frau gewesen. Und soweit erstmal dazu. Also Lucien und seine Frau haben gegen die Schatten, gegen die Schrecken auf der Schatteninsel gekämpft, doch dann wurde sie von Thresh gefangen genommen. Und laut der Lore dieses Konzeptes wurde sie in die Laterne eingesperrt, die Thresh bei sich trägt, die quasi auch als Gefängnis dient. Und in dieser Laterne hat Senna aber mystische Kräfte erworben. Und deswegen hat Thresh sie quasi versklavt, also ihre Seele, und sie an einen mehr oder weniger menschlichen Körper gebunden und benutzt sie jetzt als Waffe. So viel quasi zu der kleinen Lore von Senna zusammengefasst. Kommen wir nun dazu, welche Rolle sie denn einnehmen soll. Und passend zu Lucien soll sie quasi auch ein Support werden, beziehungsweise als Secondary Role ein Mage. Kommen wir jetzt aber zu ihren Skills. Ihre Passive heißt Lantern's Light. Und da heißt es, dass ihre von ihr gestellten Wards 20% mehr Vision bekommen. Außerdem werden Gegner, die von ihren Auto-Attacks oder Spells getroffen werden, für kurze Zeit sichtbar gemacht. Egal, ob diese unsichtbar sind oder nicht. Mit ihrer Q Spectral Infuse kann Senna einen bestimmten Bereich mit den Schrecken der Laterne erfüllen. Alle Feinde, die sich darin befinden, bekommen Damage per Tick. Außerdem ist es so, dass nach einer gewissen Zeit alle, die sich immer noch darin befinden, gefeiert werden. Die spannendste Mechanik an diesem Skill ist, dass außerdem Leute, die gefeiert werden und sich in diesem Feld befinden, ihre Tenacity verlieren, beziehungsweise also ihre Zähigkeit reduziert wird. Kommen wir nun mehr oder weniger zu der Fähigkeit, die Senna am meisten ausmacht, und das ist ihre W Soulbound. Dieser hat eine passive und aktive Fähigkeit. Die passive Fähigkeit ist, dass sie quasi wie Thresh Seelen sammeln kann, da sie ja quasi seine Sklavin ist, und das tut sie bei sterbenden Einheiten. Diese Stacks, die sie dadurch generiert, verstärken ihre Fähigkeiten. Allerdings sind hier ein paar Regeln zu beachten. Pro Stack gibt es jeweils einen kleinen Buff für die Fähigkeiten. Ab 20 plus Stacks gibt es nochmal einen zusätzlichen Effekt. Allerdings ist es auch so, dass wenn sich Senna 10 Sekunden lang nicht bei einem sterbenden Feind befindet, diese Stacks langsam abbauen. Außerdem verliert sie alle beim eigenen Tod. Kommen wir nun zum aktiven Teil von Soulbound. Da ist es so, dass Senna auf einen verbündeten Champion zielt und diesen dann mit einem gegnerischen Champion verbindet. Der Champion in Sennas Team hat dann mit dem im gegnerischen Team verbundenen Champion eine besondere Bindung, und das heißt, dass der Champion in Sennas Team Lifesteal und Spellvamp bekommt, sobald er diesen verbundenen Champion angreift. Diese Verbindung kann allerdings ähnlich wie LeBlanc-Ketten durch Reichweite unterbrochen werden. Kommen wir jetzt zu ihrer E Spectral Image. Senna erschafft ein Abbild eines verbündeten Champions, an der Stelle, wo er gerade ist. Das Abbild bleibt dann für ein paar Sekunden dort bestehen. Der Original-Champion kann auf das Abbild klicken und wird dann dorthin teleportiert. Kommen wir zu ihrer letzten Fähigkeit, und zwar ihrer Ultimate Lantern's Blessing. Senna wird zu einer Masse aus Licht und dasht dann zu einem verbündeten Champion und dient diesem für kurze Zeit als Schild. Währenddessen ist sie nicht angreifbar. Senna opfert dabei einen prozentualen Teil ihrer HP für das Schild. Während Senna als Schild dient, slowt sie Gegner in die Nähe des Champions. Sollte das Schild über die Dauer der Ultimate nicht zerbrochen werden, bekommt Senna danach wieder einen Teil ihrer maximalen HP zurück. Soweit erstmal zu ihren Fähigkeiten. Kommen wir nun zum spannendsten Teil dieser Videoserie, und zwar Riot. Denn wie schon erwähnt, werde ich meistens hier nur auf Konzepte eingehen, zu denen sich Riot-Mitarbeiter geäußert haben, wo sie spannende Ideen sehen oder wo sie interessante Konzepte sehen und interessante Mechaniken. Und hier ist es so, dass sich Scruffy geäußert hat, und zwar findet er das Ganze sehr interessant an sich. Vor allen Dingen die Idee mit der negativen Tenacity hat er so noch nicht betrachtet, und diese gibt es auch noch nicht im Spiel. Von dieser Idee ist er definitiv sehr angetan, und mal sehen, was daraus noch so wird. Außerdem findet er die Ultimate spannend.
Er interpretiert sie ein bisschen anders, und zwar, dass Senna, während sie als Schild dient, weiterhin ihre Spells casten kann. So steht es zwar nicht im Konzept, aber das findet er sehr interessant, da es, wie er sagt, eine umgekehrte Tahm Kench Ultimate ist. Das war's auch schon mit dem ersten Video zum CCC. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt mir unbedingt eure Meinung zum Konzept, das Ganze ist natürlich auch unten verlinkt, und aber auch unbedingt eure Meinung zu diesem Format in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt, denn ich finde die ganzen Ideen manchmal sehr, sehr spannend, und ihr könnt, wie bereits schon erwähnt, vielleicht schon jetzt die Mechaniken oder die Champions von morgen sehen, da doch einige dieser Mechaniken in neue Champions übernommen werden. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls mir so ist, dürft ihr mir gerne einen Daumen oder ein Abo dalassen, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.